Herzlich willkommen zur 103. Folge von Verhundert. Hier ist der Luis aus China und aus Berlin, da ist der... Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Heute ist der 15.02.2020. Und vor 100 Jahren der 15.02.1920. Genau, die Folge gliedert sich wie folgt. Wir haben eine Einleitung mit den Hausmeisterthemen, wie immer begrenzt auf 2 Minuten, denn Podcaster reden gern über sich selber und das wollen wir verhindern, deswegen maximal 2 Minuten. Danach kommen die Ereignisse heute vor 100 Jahren und dann haben wir noch einen sehr, sehr kurzen Harry Kraft Kessler-Teil. Steffen, starte die Eieruhr. Ich starte die Eieruhr, sie startet und läuft. Luis, du bist in China. Korrekt, ich bin in China. Das Land ist von einer schweren Seuche geplagt. Die haben heute mein Hotel geräumt, weil irgendjemand mal in Wuhan war. Da kam die Polizei, hat das Hotel geräumt. Und jetzt bin ich im anderen Hotel und wähle mich über das iPhone meiner Frau in das weltweite Internet ein und sitze hier mit einer Flasche Bier. Und da kann ich nicht lesen, was da draufsteht. Ja, aber wichtig ist, dass das Bier schmeckt. Ich bin heiser. Das, ja. Ja, also wir haben die besten Voraussetzungen. Bei dir sind dann auch noch sämtliche Aufnahmemedien abgestürzt, sodass dass wir jetzt hier mit dieser Internetleitung aufnehmen müssen. Ich hoffe, Man hört es trotzdem gut, man hört dich trotzdem gut und versteht dich gut. Es wird nächste Folge dann wieder anders sein, da wirst du dann wieder in Deutschland sein. Es sei denn, du wirst nicht aus dem Land gelassen, das kann ja auch noch passieren. Man weiß es nicht. Es ist alles spannend. Ich habe ja nochmal alles eingescannt, was wir für die Folge brauchen, uns geschickt. Also das muss ich die ganzen Bücher nicht mitschleppen. Ja. Aber ich sitze hier an einem super kleinen Schreibtisch in den Bergen von China und bin gespannt auf die Folge und freue mich auch schon, die aufzunehmen. Ja. Das sind schöne Themen heute. Ich finde ich auch. Und ich finde, das ist so ein Zeichen des Fortschritts. Du sitzt irgendwo im Niemandsland in den Bergen in China, ich hier in Berlin und wir podcasten und können zusammen eine Folge aufnehmen. Wir trinken zusammen Bier, wenn auch entfernt, und können miteinander anstoßen. Prost. Prost, liebe Zeitreisende. Prost, Luis. Würde ich sagen, fangen wir an mit den Ereignissen von vor 100 Jahren. Sehr gern. Die Ereignisse von vor 100 Jahren. Wir haben Themen über Schule. Ja, nach der Schule kommt das Studium. Da reden wir über rechte Kreise in der Universität vor 100 Jahren im Deutschen Reich. Antisemitische Kreise. Und nach dem Studium oder mit dem Studium kommt ja auch der Alkohol. Und da reden wir über Prohibition in den USA. Und über Zeitungsmeldungen, Werbung vor 100 Jahren im Berliner Tageblatt. Die von Erwachsenen gelesen werden. Mhm. Wollen wir mit dem Schulwesen mal anfangen? Ja, können wir gerne machen. Wir haben in 2 Ländern Schulreformen, einmal in Deutschland und einmal in Russland. Fangen wir mit Deutschland an. Was passiert hier gerade? Was wird gerade diskutiert? Wir haben ja mit der Novemberrevolution 1918, da haben wir einen großen Streitpunkt im deutschen Schulwesen. Denn früher war es üblich, dass die Religion stark verbunden war mit dem Schulwesen. Und jetzt gibt es Kräfte, die wollen eine Trennung zwischen Kirche und Staat. Und das verdichtet sich jetzt langsam und kommt zu einem oder wird zu einem großen, großen Streitpunkt, denn das muss jetzt mal entschieden werden. Was soll da jetzt passieren? Soll das wirklich eine Schule geben mit Religionsunterricht? Soll das getrennt werden oder nicht? Und die Deutschen, die können sich darüber einfach nicht einigen. Es ist ja ein großes Thema. Es geht um das Thema Trennung zwischen Staat und Religion. Da gibt es große, also das Jahr 1918, 1919 und 1920, das sind ja Jahre der starken Extreme, nicht nur politisch gesehen, sondern auch eben im Schulwesen, sollen sie, was die Religion betrifft, die Trennung von Kirche und Staat. Wir hatten direkt 1918, dann haben wir da keinen Podcast rausgebracht, aber in der großen Jahreszusammenfassung haben wir auch erzählt, dass es da radikale Kräfte gab, die von heute auf morgen beschlossen haben, die Religion von dem Staat zu trennen im Bildungswesen. Und das geht jetzt das ganze Jahr 1920 so weiter. Und das wird uns auch noch in den nächsten Monaten beschäftigen. Natürlich sehen das die konservativen christlichen Kräfte, die auch damals wie heute sehr, sehr stark waren, anders. Und jetzt ist die Frage, ob man einen Ausgleich findet zwischen beiden Parteien oder eine der extremen Meinungen gewinnt. Gleichzeitig haben wir noch das Thema in Deutschland, die Durchlässigkeit des Bildungswesens. Im Kaiserreich ist es so, dass 90%
der Schüler auf eine Volksschule gehen, also noch von 1918, und dort gab es keinen direkten Zugang zu weiterführenden Schulen. Mhm. Was natürlich bedeutet, dass im sehr frühen Alter und nicht erst 6. Klasse, sondern schon bei der Einschulung wird entschieden, ob man zur großen Masse gehört, zum Proletariat, die einfach nur eine sehr einfache Schulbildung bekommen, oder ob man eine Chance hat zu studieren. Also schon direkt, wenn man jünger als 10 Jahren ist. Und das ist eine große Kritik und wird abgeschafft. Und es gibt eine pädagogische Reformbewegung und die würde den Übergang zu den weiterführenden Schulen erheblich erleichtern. Und dafür gibt es jetzt eine Einheitsschule. Alle Schüler werden in den ersten und werden von der ersten bis zur vierten Klasse in eine Einheitsschule gesteckt, um dort gemeinsam zur Schule zu gehen. Und theoretisch haben halt alle Schüler in dieser Schule die Möglichkeit, auf eine weiterführende Schule zu kommen. Das ist ein sehr, sehr großer Fortschritt zu vorher, im Jahr 1920. Ja, finde ich auch. Das klingt deutlich moderner. Es wurde sogar versucht, ein komplettes Einheitsschulsystem, sozusagen eine Art Gesamtschule einzuführen. Das wurde aber nicht erreicht. Das dreigliedrige Schulsystem, Volksschule, Mittelschule und höhere Schule, bleibt unangetastet. Ja, das hat sich dann auch in Deutschland ja noch bis in unsere Zeit so verfestigt. Und gibt es ja, in gewisser Weise auch heute noch. Andere Gliederungen haben. Ne? Wir haben Volksschule, Mittelschule und höhere Schule. Es ist halt nicht, es ist eher aufeinander gebaut als parallel. Mhm. Stimmt, du hast recht. Da ist es ja aufeinander aufbauend und hier ist es teilweise parallel, ja. Ganz, ganz gefährlich vereinfacht gesagt. Mhm. Wir haben auch, wir haben es schon erwähnt, eine Schulreform in der Sowjetunion. Mhm. Da war es so, dass wir ja im Jahr 1917 auch eine Revolution hatten. Und vorher gab es auch den Zaren und eine gewisse Elite. Und diese Elite hatte Zugang zum Studium und die Kinder von Arbeitern und Bauern nicht. Nun ist es so, dass es eine rote Revolution 1917 gab und man Bauern und Arbeiter besser stellen wollte. Und nun gibt es auch hier eine Revolution, denn die Arbeiter- und Bauernkinder werden bevorzugt und dürfen nun auch studieren. Teilweise werden sogar, oder was heißt teilweise, die Kinder von der früheren sogenannten herrschenden Klasse werden sogar ausgeschlossen. Die werden sogar wiederum diskriminiert. Und nun gibt es dabei ein ganz großes Problem, denn vor dem Krieg 1914 hatte man in der Sowjetunion, oder damals war es ja nicht die Sowjetunion, aber in dem Gebiet der Sowjetunion, eine Analphabetenquote von 62%. Also fast Wahnsinn. Zwei Drittel der Bevölkerung konnte nicht richtig lesen und schreiben. Und ja, nun willst du 6 Jahre später, willst du diese Arbeiter und Bauern, die ja einen Großteil der Analphabeten ausmachen, zum Studium zulassen? Und das ist natürlich ein großes Problem, weil viele von denen nicht über die nötige Vorbildung verfügen, um ein Studium absolvieren zu können. Und da finde ich jetzt, was die Sowjetunion sich damals ausgedacht hat, relativ interessant und auch irgendwie ja sehr modern. Denn es werden vor 100 Jahren in der Sowjetunion sogenannte Arbeiterfakultäten an den Universitäten gegründet. Die wurden bereits letztes Jahr, vor 100 Jahren, also vor 101 Jahren, wurden sie schon von dem sowjetischen Volkskommissariat verordnet. Und das kann man sich so vorstellen als so eine Art gesonderte Fakultät, bei der man auf das Studium vorbereitet wird. Da gibt es so, wie heutzutage auch bei der Volkshochschule, gibt es Abendkurse, sodass man zur Arbeit gehen kann, abends dann zu einem Kurs besuchen kann und dann wird man dann vorbereitet. Man kann aber auch so einen Tageskurs belegen. Und das Interessante dabei ist, also Luis, wenn du jetzt einen Tageskurs machen würdest und du wärst Arbeiter oder Bauer, da hättest du ja ein Problem. Denn dann würde dir das Geld fehlen. Richtig, selbst wenn es umsonst ist,
habe ich ja Opportunitätskosten, da mir mein Gehalt fehlt. Genau. Und gerade als Arbeiter und Bauer wirst du ja nicht gerade zu den reichen Leuten gehören. Und da hat sich die Sowjetunion gedacht, Mensch, wenn Leute einen Tageskurs machen, dann werden wir die auch mit so einer Art Stipendium fördern, sodass sie sozusagen finanziell ausgeglichen werden. Und das finde ich mal eine richtig moderne Art und Weise, sowas, so ein System aufzubauen. Und das klingt auch durchdacht. Ich möchte jetzt den Advocatus Diaboli spielen. Mir gefällt die Diskriminierung der vorher früher herrschenden Klasse hier in Bayern nicht. Ganz klar, das ist ein ganz, ganz großer und ganz, ganz negativer Punkt. Es ist schön für die Arbeiter und Bauern, dass sie besser gestellt werden. Es ist schlecht für die Kinder von der früher herrschenden Klasse, sage ich mal, dass sie ausgeschlossen werden, ganz klar. Interessant fand ich übrigens, dass es keine Aufnahmeprüfung gab. Und auch, also man auch ohne schulische Bildung studieren konnte. Ich frage mich hier, woher die Lehrer hatten, so auf einmal, ne? Wenn nur ein Drittel der Bevölkerung lesen und schreiben kann und die alte Elite jetzt auch nicht so gern gesehen war bei den Kommunisten, plus, dass viele sicherlich auch geflüchtet oder gestorben sind oder auf der gegnerischen Seite kämpfen, weil wir haben ja den Bürgerkrieg, da kommen wir später noch zu, zwischen den Roten und den Weißen. Ich stelle mir die Organisation davor sehr, 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 sehr schwierig vor. Klar. Jedenfalls ist es aber interessant, dass wir schon so früh, auch noch im Jahr 1920, damit anfangen. Oder Jahr 1919 sogar. Ja, es ist übrigens, es ist ja nicht so, dass es von jetzt auf gleich sofort überall in jeder Stadt solche sogenannten Rapfaks hießen die, also diese Arbeiterfakultäten. Die waren nicht von jetzt auf gleich überall da vorhanden, sondern haben sich erst nach und nach gebildet. Aber du konntest dann tatsächlich auch einen rasanten Anstieg von Studierenden feststellen. Und man muss dazu sagen, mit den Jahren ging auch die Notwendigkeit von diesen Arbeiter- und Bauernfakultäten, die ging zurück, da ja dann auch die schulische Bildung gegriffen hat. Und es gab auch so eine Art Zwangsschulpflicht, meine ich. Und zwar für Kinder zwischen 8 und 17 Jahren. Und die haben dann natürlich in ein paar Jahre später hat das dann auch mal gegriffen und dann ist auch keine, da sind auch diese Tages- und Abendschulen nicht mehr so stark notwendig gewesen. Ich möchte dazu auch noch, kann ich auf ein anderes Thema wechseln, aber im Bereich Pädagogik? Du, wir sind doch beim Podcast. Im Jahr 1920 und auch davor gibt es noch eine andere reformpädagogische Landschulbewegung, die einen Aufschwung erfährt, und zwar die Giesegründen Waldschulen mit 10 Klassen, wo zum Beispiel im Raum Frankfurt Stadtkinder sozusagen beschult werden, finanziert wird es wirklich von den Stadtbewohnern, um ihre Stadtkinder zu erholen. Und die typisch für diese Schulen sind eine demokratische Gleichheitsidee, Verbindung von Kopf- und Handarbeit und vor allem die Förderung von Selbstverantwortung. Also die haben da Musikchor, es gibt Zeichen- und Modellierungsunterricht in der Natur, um halt die Kinder dazu erziehen, selbstbestimmt und selbst unabhängig zu werden. Interessant ist übrigens auch, dass in den Nachkriegsjahren vom Zweiten Weltkrieg, da hat die DDR dieses Modell aufgegriffen, um, wie gesagt, nur in den Nachkriegsjahren auch die Studienanwärter aus unteren Bevölkerungsschichten, also denen ein Abitur zu ermöglichen, ein Studium. Und die haben auch diskriminiert, massiv. Falsche Familie, kein Studienplatz. Pech gehabt. Ja, aber an sich finde ich dieses Modell, jetzt mal abgesehen von der Diskriminierung, sehr gut. Klingt modern. Ich auch. Ja. Ich bin fleißiger Nutzer der Volkshochschulen in Berlin. Ich übrigens ebenfalls. Sehr, sehr gerne. Und ich bin davon ganz großer Fan. Ja, ja. Weißt du, da hat man aufgehört, Masterarbeit abgegeben und dann 2 Monate später sitzt man schon wieder bei der VHS irgendwo. Aber okay. Ich auch. Zum Chinesisch lernen und finde ich super. Also auch ich, auch wenn man, ich möchte gar nicht privat irgendwas machen. Ich finde es staatlich gut, wenn der Staat das macht. Ja, ich würde jetzt auch mal behaupten, dass der Unterricht nicht viel anders ist, aber okay. Ja, wollen wir zum nächsten Thema kommen?
Ja. Rechte Kräfte in Studentenkreisen vor 100 Jahren. Antisemitische Kräfte. Antisemitische Kräfte. Und zwar gibt es davon vor 100 Jahren an den deutschen Universitäten sehr, sehr viele starke Strömungen. Wir haben zum Beispiel Vorfälle gefunden, bei denen Vorlesungen gestürmt werden von Studenten. Und zwar werden einmal die Vorlesungen gestürmt von Alexandra Mossi. Der sieht eigentlich italienischer Herkunft und der will nichts anderes machen, als Goethe-Gedichte zu rezitieren. Aber der wird halt von so einer rechten Studentenschaft wird er halt gestürmt. Und jetzt gibt es hier so einen Bericht aus einer Hamburger Zeitung. Und dort kann man dann nachlesen, wie das vonstatten ging. Unter anderem steht hier: Alles schrie, johlte, pfiff durcheinander. Stinkbomben wurden geworfen, Knallerbsen und Feuerwerkskörper abgebrannt. Mit Mühe konnten Sicherheitswehr und Polizei schließlich den Saal räumen. Ja, ich hatte noch nie, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass in meiner Studentenzeit sowas abgeht. Also ich kann mir gar nicht, das ist ja eine massive, ja, da fehlen mir die Worte. Also das ist ja ein Professor, du hast ja Respekt vor dem, der da vorne steht. Und allein schon die Vorlesung zu stürmen, ist ja schon ein massives Zeichen von Respektsverletzung. Und die zünden da aber Stinkbomben, werfen Knallerbsen, Feuerzeug. Das ist für mich unvorstellbar. Ein Wort für jemanden, der sowas macht. Exmatrikulation. Ja, war leider vor 100 Jahren war das ein Großteil der Studenten, die da sich daran beteiligt haben. Und vor allen Dingen, wir reden hier von Studenten. Wir haben ja gerade vorher gesprochen, also sozusagen, dass das nicht wie auch, also heute studieren wesentlich mehr als von vor 100 Jahren. Ich sage es bewusst keine Zahlen. Und das heißt, das ist die sogenannte geistige Elite des Landes. Und die haben schon damals Antisemitismus gepflegt, gepredigt und öffentlich ausgelebt, ohne dass die Nazis auf der Bühne waren. Ja. Das ist für mich bemerkenswert. War mir so auch nicht klar. Ja, ein anderer Vorfall an einer Universität war, dass eine Vorlesung von Max Weber gesprengt war. Und der Max Weber, der hat sich für Studenten ausgesprochen, die sich als Minderheit gegen eine Begnadigung von einem gewissen Graf von Arco ausgesprochen haben. Worum geht's da? Also es gibt den Anton Graf von Arco. Und das war jemand, der ein Attentat auf Kurt Eisner verübte. Kurt Eisner war Ministerpräsident und war einer der führenden Kräfte der Novemberrevolution von 1918 in München. Und der Anton Graf von Arco hat ein Attentat auf diese Person ausgeübt. Und zwar gehörte er selber der Thule-Gesellschaft an, und die war antisemitisch. Und hat den, das ist so idiotisch, ja. Also diese Thule-Gesellschaft hat sich gegen Anton Graf von Arco ausgesprochen, weil er nämlich, weil seine Mutter jüdischer Abstammung oder zumindest in der Familie gab es wohl jüdische Abstammung. Das ist jetzt nicht so ganz klar. Und deswegen. Und der hatte dann so ein Stockholm-Syndrom, dass er unbedingt der härteste von allen sein wollte. Von allen Idioten, der größte Idiot von allen? Ja, also Stockholm-Syndrom ist es nicht, aber ja, er wollte zeigen, ich bin ja aber jemand, der auf eurer Seite steht und muss jetzt irgendwas Schlimmes machen. Und dieser Kurt Eisner galt damals 1919, galt als einer der Symbolfiguren, die in den rechten Kreisen für Bolschewismus und Judentum stand. Und auf den hat er ein Attentat verübt. Und jetzt wurde der vor kurzem im Januar begnadigt. Und dagegen hat sich eine Minderheit von Studentenschaften aufgeregt. Und der Max Weber, um wieder den Kreis zu schließen, der hat sich für diese Studenten, die sich gegen die Begnadigung ausgesprochen haben, hat er sich eingesetzt. Und genau seine Vorlesungen werden jetzt auch von rechten Studenten wiederum gesprengt. Also wörtlich gesprengt. Ja. Hält mir doch fast der Kneifer von der Nase. Der Kneifer, ja. Weiteres Beispiel. Das endet tatsächlich nicht. Also ich meine, ich wollte es aber nicht entschärfen. Es ist absolut furchtbar, was du da erzählst. Also ja. die,
Wie gesagt, da gibt es Exmatrikulation. Das ist am besten. Ja. Ja. Weiteres Beispiel. Jemand, den ich denke, jeder unserer Zeitreisenden kennt, Albert Einstein, war ja auch jüdisch. Und vor 100 Jahren war er Physiker und Leiter der Fakultät für Physik an der Universität von Berlin. Und das schon seit 1914. Der war Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts. Und das ist eine sehr elitäre Spitzenforschungsanstalt in Berlin. Ja. Da war ja auch, wie hieß der Chemiker? Fritz Haber. Der war da auch, genau. Genau. Ich verweise auf Folge 20. Genau, und Albert Einstein ist jetzt nicht gerade eine Person, wo man sagt, der redet nur Unfug und Unsinn, den man nicht beweisen kann. Also das hatte schon alles Hand und Fuß. Das hat vielleicht damals nicht jeder verstanden. Aber nun gibt es auch Leute, die sagen, nur weil er jüdisch sei, hat er Unrecht. Was an sich ja schon mal Quatsch ist. Und jetzt organisieren Leute an der Uni Anti-Einstein, also die hießen Anti-Einstein-Versammlungen. Und die haben seine Art der Physik, haben sie als Bolschewistenphysik bezeichnet und organisieren für den Sommer 1920 jetzt gerade Anti-Einstein-Versammlungen. Und da gibt es auch richtig so eine Art Preisgelder für Vorträge, die eingereicht werden können. Und teilweise nehmen die 15.000 Mark ein. Wahnsinn. Also der Umrechnungsfaktor damals war ungefähr 10 Dollar sind ungefähr 500 Mark. 10 US-Dollar sind 500 deutsche Reichsmark. So kann man es ungefähr ein bisschen sich näher mit dran sprechen. Aber 15.000 Mark trotzdem sind ja noch eine Menge Geld, nur für einen Vortrag, dass du dich gegen Albert Einstein und seine Physik aussprichst. Ja. Das ist ein sechsstelliger Betrag heutzutage im Vergleich. Es ist irgendwie so ein, zwei Jahresgehälter oder sowas. Oder sogar noch mehr, noch viel, viel mehr. Also das ist unfassbar viel Geld. Ich kann dazu nur sagen, Gott, bitte lass es Hirne regnen. Ja, das Problem ist ja, die müssen das ja auch auf sich, also die müssen die Hirne ja auch einsetzen und nicht nur haben. Weißt du? Ja. Das eine ist ja das Besitz, das andere ist das Aktivieren. Aber gut. Ja, das ist immer irre. Es gibt ja auch Leute, die verleugnen den Klimawandel oder es gibt sogar noch schlimmere, die denken, die Erde wäre flach. Ah, ja. Die gleiche Klasse von Leuten. Ja. Ich finde es aber nur mal irre, dass es alle Studenten sind. Also sozusagen, da merkt man immer, dass dieser Status der Bildung nicht viel heißt. Ja, nur weil man einen Bachelor, Master oder Doktortitel hat, muss man jetzt nicht gerade seines Gehirns mächtig sein. Kann man trotzdem doof wie Stroh sein. Ja. Übrigens, diese Aufschreitungen und diese Angriffe auf Einstein, die gingen sogar so weit, dass er für eine Zeit lang die Öffentlichkeit gemieden hat, weil er irgendwann mitbekommen hat, dass er auf einer Abschussliste von einem rechtsextremen Geheimbund stand. Dieser Geheimbund nannte sich Organisation Konsul. Ja. Und tatsächlich muss man sagen, dass das jetzt, also das war wahrscheinlich auch gut, dass er sich ein bisschen zurückgehalten hat, denn diese Organisation Konsul, die hat es ernst gemeint. Die waren gefährlich. Die waren tatsächlich bekannt für einige Morde. Die haben unter anderem Matthias Erzberger ermordet. Erzberger war der Staatssekretär, der den Friedensvertrag in Waffenstillstand in diesem Eisenwaggon unterschrieben hat. Und ich, ein sehr, sehr großer Held, finde ich, für mich in der Geschichte. Der hat ihn unterschrieben, obwohl er wüsste, dass es für ihn persönlich nicht gut rüberkommen mag. Ja, der wurde massiv angegriffen. Walter Rathenau geht auch auf das Konto von der Organisation Konsul. Also das ist schon eine Organisation, mit der man, also die man jetzt, wo man jetzt nicht sagen kann, die sagen das zwar, machen aber nichts. Also die haben schon das umgesetzt, was auf der Abschlussliste stand. Vor allem, was ich immer so schlimm finde, ist, das ist alles so irrsinnig. Die tun immer so, als würde man das eigene Land und das eigene Volk an erster Stelle stellen und das Land beschützen. Und wenn man sich überlegt, was auch damals Deutschland verloren hat, weil die ganze geistige Elite an Schriftstellern, Künstlern, Physikern, Forschern sozusagen, also nicht ganze, ich übertreibe, aber zahlreiche führende Köpfe das Land verlassen mussten, was da auch verloren gegangen ist an Fähigkeiten, die dann später auch in Amerika die Bombe gebaut haben oder im Ausland waren. Klar. Das ist sozusagen
die sabotieren das, wofür sie angeblich stehen, massiv durch ihre Handlungen. Ja. Selbst wenn man das Moralische völlig außer Acht lässt, ja, was man sowieso nicht kann. Ich meine, man kann ja denken von einer Person, was man will. Ich meine, man kann auch gegen Albert Einstein sein, weil er Haare auf dem Kopf hat. Aber dann nur, weil man die Person nicht leiden kann, auch die gegen die Physik, für die er einsteht, zu sein. Also solche Dinge wollen wir auch gar nicht im Kopf, ja. Verstehe ich nicht. Aber also unbegreiflich. Wo wir gerade von Matthias Erzberger gesprochen haben, auch vor 100 Jahren beginnt ein Prozess, der in der Öffentlichkeit, also wäre man jetzt vor 100 Jahren im Deutschen Reich gewesen, dann hätte man täglich in der Zeitung lesen können über diesen Prozess. Und zwar wurde Matthias Erzberger vorgeworfen, dass er korrupt sei und dunkle Geschäfte gemacht hätte. Und das war eine massive Propaganda-Attacke von jemand namens Karl Helfferich. Der war damals in der Deutschnationalen Volkspartei, die auch eine rechte Partei ist. Und dieser Karl Helfferich ist in meinen Augen auch ein sehr übler Mensch, der sehr viel Hetze betrieben hat. Also von dem ging auch sehr viel rechte Hetze in der damaligen Zeit aus. Und der hat auch gegen diesen Matthias Erzberger gehetzt. Und dagegen hat sich der Erzberger wehren wollen und hat den Herrn Helfferich angeklagt wegen übler Nachrede. Und dieser Prozess beginnt am 19.01.1920. Und das kommt auch hier, du meintest ja, der Erzberger wird schlecht angesehen in der Gesellschaft, weil er diesen Friedensvertrag unter anderem unterzeichnete. Und es kommt auch dazu, dass ein paar Tage später, nämlich eine Woche später nach Beginn des Prozesses, wird ein Attentat verübt auf Erzberger, der nicht tödlich ist. Aber auch hier derjenige, der ein Attentat auf den Erzberger verübte, meinte auch, dass er das getan hätte wegen vaterländischen Interessen. Und nur weil er das gesagt hat, wird er nur zu einer Gefängnisstrafe von 18 Monaten verurteilt. Das muss man sich mal vorstellen, was damals passiert. Also die Redelsführer auf deutscher Seite, zum Beispiel Hindenburg und Ludendorff, die Armeeführer, die Deutschland 2 Jahre lang diktatorische Macht hatten und bestimmen konnten, wo es lang ging, die im Zweifelsfall immer die demokratisch gewählte Zivilregierung geschlagen hat, mit der Drohung zurückzutreten. Wir haben das ja mehrmals berichtet, Hindenburg und Ludendorff. Mhm. Die haben sich feige, tun immer so, als seien sie starke Männer, Deutschland zuerst, das Militär zuerst. Sie haben sich mit der Niederlage feige zurückgezogen und dieser Regierung, die selber nicht entscheiden konnte, das Feld überlassen, Frieden zu schließen, sozusagen, die in einem Scheißhaufen sitzen gelassen. Und der Erzberger hat sich sozusagen geopfert, diesen schändlichen Waffenstillstand zu unterschreiben, aus deutscher Sicht, ja, ich sag aus damaliger deutscher Sicht, ja, bewusst, und hat das gemacht, weil irgendjemand muss das machen. Und der wird jetzt öffentlich angegriffen, er wird attackiert, wir ziehen ihn umzubringen, es ist eine Rufmordkampagne und keiner steht ihm bei, er wird allein gelassen. Und diese angeblich starken Führer verstecken sich, ziehen sich ihrer Verantwortung, wären ihrer Verantwortung nicht gerecht. Das widert mich einfach nur an, wenn man sowas hört und liest. Ja, auch dieser Prozess also das können wir schon mal vorgreifen, der geht im März, meine ich, zu Ende. Und das Gericht, das sagt auch, ja, der Erzberger, er kriegt Recht, der Karl Helfferich muss eine Geldstrafe zahlen. Aber in gewisser Weise geben sie auch den Karl Helfferich Recht. Und das geht sogar so weit, dass dann der Erzberger nach Prozessende seine politische Karriere an den Nagel hängt. Also der Karl Helfferich hatte mit seiner Aktion, hat er in gewisser Weise auch das erreicht, was er haben wollte, nämlich dass der Erzberger von der Bildfläche verschwindet. Und er hetzt sogar so weit, dass auf ihn mehrere Attentate verübt werden. Also er wird sozusagen als Sündenbock vor dem Altar geopfert. Und dieses Attentat, was dann tatsächlich zum Tod führte von der Organisation Konsul auf Erzberger, war am 26. August 1921, also nächstes Jahr im August. Mhm.
also Matthias Erzberger, ganz, ganz, finde ich, großer Mensch. Und ja. Ja, also es wird schon gesagt, dass er tatsächlich wohl, also man konnte es ihm auch nicht ganz nachweisen, dass er vielleicht nicht tatsächlich ein bisschen von Insider-Informationen profitierte, und ob das so alles mit rechten Dingen zuging, weiß man auch aus heutiger Sicht nicht. Daher, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass er eine Person war, die man nicht tadeln darf, aber ja, was du angesprochen hast mit dem Friedensvertrag, mit dem Waffenstillstand, meine ich, ja, irgendjemand muss es machen und er hat sich getraut, das zu tun. Und richtig. Dafür und, Respekt. Und dafür ist er, wurde umgebracht und wurde beschmiert und beschimpft. Und das, okay, sagen wir mal, nur in diesem insulären Aspekt. Ja, okay. Ach, die Stimmung ist so weit unten. Wollen wir uns vielleicht mal was Freudigen widmen? Und zwar, also aus heutiger Sicht finde ich ein freudiges Thema, nämlich die Prohibition in den USA. Kann man sich heutzutage nicht mehr vorstellen, dass in den USA Alkohol verboten ist, aber tatsächlich beginnt die Prohibitionsphase in den USA. Und wir wissen ja, was aus dieser Zeit folgt. Solche geschichtlichen Gestalten wie Al Capone oder auch der Cocktail ist eine Folge der Prohibition in den USA, denn man wollte Getränke erfinden, die den Geschmack von schlechtem Alkohol vertuschen. Und so kam der Cocktail ins Spiel. Finde ich. Beginn 16. Januar. Ja, und da habe ich in der Zeit, in der Frankfurter Zeitung, einen Artikel gefunden, den können wir auch verlinken. Die ist vom 14.01.1920, also zwei Tage bevor das Recht aktiv wird. Und da beschreibt der Auslandskorrespondent, wie so die Leute darauf reagieren, was sie machen und so weiter. Und das ist ein Text in altdeutscher Schrift. Ich würde ihn gerne vorlesen, der ist etwas länger. Hast du was dagegen? Nein, bitte tu es. New York ohne Alkohol. In den ersten vor dieses Tribunal gebrachten Verfahren über die Rechtsständigkeit des Spirituosenverbots hat vorgestern der oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten sich auf die Seite der Befürworter gestellt. Und jetzt beschreibt er hier, was die so alle machen und dass die Bars hier so schließen, dass sie jetzt teilweise nur noch so leichte Getränke verkaufen dürfen, denn ein Getränk darf nur noch verkauft werden, wenn es unter 0,5% Alkohol Bier enthält. Und jetzt beginnt hier eine sehr interessante Passage in dem Text. Nun ist allerdings das Land noch nicht ganz trocken. Das Gesetz erlaubt nämlich jedem, sich leichte Getränke, also kein Branntwein, für seinen eigenen Gebrauch herzustellen. Auch kann der Privatmann, der einen vollgefüllten Keller hat, sich des Inhalts desselben erfreuen, solange er eben reicht. Also im Klartext, wenn du deinen Keller mit Fässern angereichert hast, noch vor dem Verbot, kannst du das auch noch weiterhin genießen. Jetzt geht's weiter. Es hat sich ein schwunghafter Handel in Rezepten für, in Anführungsstrichen, heimgemachte Getränke entwickelt. Auch kann man selbst in kleinen Paketen alle Materialien dazu zum Gebrauch fertig und sogar mit einer Gebrauchsanweisung beziehen. Nun darf aber nach dem Gesetz eine Anpreisung von Materialien zur Herstellung alkoholhaltiger Getränke nicht erfolgen. Aber auch dieses Hindernis überwinden gescheite Geschäftsleute. Zum Beispiel schreibt einer in seiner Anzeige, und jetzt zitiert er hier, aus einem von mir gegen $1 überall hin versandten 1-Pfund-Paket kann eine Gallone eines vorzüglichen, keinen Alkohol enthaltenen Getränkes hergestellt werden. Warnung! Jeder Käufer wird davor gewarnt, dem Getränke Hefe zuzufügen, da es sonst in alkoholische Gärung gerät und alkoholhaltig wird. So, Luis, das finde ich ja schon mal super. Finde ich großartig. Finde ich großartig. Und dann schreibt er hier weiter. Welche Regierung hätte das Herz, einen braven Bürger, der mit solchen Biereifer, um einen Studentenausdruck zu gebrauchen, für die Verfolgung des Gesetzes eintritt, der Unaufrichtigkeit zu bezichtigen? Ja. Und, ja.
Und dann geht es hier noch weiter, das lese ich jetzt nicht weiter vor, das verlinken wir, das könnt ihr euch selber durchlesen, aber er schreibt auch, dass komischerweise der Handel von Rezepturen, apothekenpflichtiger Rezepte, also Medikamente, die Alkohol enthalten, die kriegen auf einmal einen Boom im Handel und auf einmal gehen ganz viele Leute wohl zum Arzt, um sich ja alkoholhaltige Medikamente verschreiben zu lassen. Es wird leicht ironisch hier in dem Text beschrieben, das fand ich sehr schön. Kann man lesen, wer jetzt die Schrift nicht so gewohnt ist zu lesen, der braucht vielleicht ein bisschen länger, aber es ist also es ist ein sehr schöner Text. Es wird auch noch erwähnt, dass in einigen Hotels gegen einen Aufpreis der Alkoholgenuss im Hotelzimmer weiterhin erfolgt. Und zwar kann man sich dann an das Personal vor Ort richten. Und wenn das Personal einen traut, dann kann man Alkohol trinken. Allerdings zu Wucherpreisen. Also teilweise kriegst du für 2 Zentiliter Whisky musst du $10 zahlen. Das ist schon enorm. Wahnsinn. Also 500 Reichsmark zu damaligen Wechselkursen. Ja. Also über die Prohibition in den USA, ich denke, wir werden auch in Zukunft noch einiges darüber hören. Der Artikel ist lesenswert. Finde ich großartig. Werden wir verlinken und ich mag diese Art von Humor. Ich fand es auch spannend, dass dann auch gesagt wurde, dass halt die Prohibition den Glauben an die Gesetzestreue verringert, ja. Weil viele Bürger haben halt Alkohol getrunken, damit das Gesetz gebrochen. Wenn man es einmal durchbrochen hat, dann macht man es vielleicht auch woanders. Also dass das auch ein massives Problem war. Ursprünglich kam dieses Gesetz mit der Prohibition in Kraft, weil viele Konservative, auch teilweise aus ländlichen Regionen, das Treiben der Bibelwelt ist. Es ist wieder der Bible-Belt, wie heute auch. Die haben sich das Treiben in den Städten angesehen, dachten, Mensch, das geht doch da nicht mit rechten Dingen zu. Das muss am Alkohol liegen und das müssen wir jetzt verbieten. Ja, und so kam dieses Gesetz auch zustande. Die hatten offensichtlich auch schon damals sehr viel was zu sagen. Apropos kaufen. Ich habe in der Zeitung vom Berliner Tageblatt vom 16.01.1920 habe ich auch einen interessanten Artikel gefunden und Luis, den lese ich dir nicht ganz vor, aber ich lese dir mal die Einleitung vor. Die Überschrift ist die Verordnung der Preisprüfungsstelle gegen das Schiebertum. Also hier wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem man gegen das Schiebertum angehen möchte. Versuche, die in einer größeren Stadt Süddeutschland bei 2 gleichartigen Schaufenstern von verschiedenen Warenhäusern gemacht wurden, haben ergeben, dass an dem Warenhaus, das die Preise im Schaufenster an den Waren angegeben hatte, bedeutend mehr gekauft wurde, als in dem Geschäft, das seine Preise verzeichnet hatte. Also heißt nicht im Schaufenster, sondern im drin. Die Kontrolle wurde auf der Straße von Beamten mittels einer Stoppuhr vorgenommen, während die Aufzeichnungen im Laden durch das Verkaufspersonal gemacht worden sind. Das Ergebnis war folgendes. Von den Vorübergehenden sahen sich 6% das Schaufenster ohne Preisangabe, dagegen 8,4% das mit Preisangabe an. Also das ist ja schon mal deutlich, ne? Die durchschnittliche Zeit des Anschauens der Waren betrug bei dem ersteren 15,4, bei dem zweiten dagegen 16,2 Sekunden. Waren wurden gekauft in dem Geschäftshaus ohne Preisangabe in 13 Fällen, in dem mit Preisangabe in 25 Fällen und so weiter. Hier wird von einem Gesetz dann weiterhin berichtet, dass zukünftig auch Schaufensterwaren mit Preisen beauskunftet werden müssen, damit man Schiebertum verhindert. Denn der Gedanke ist, wenn man keine Preise in Schaufenster hängt, dann muss der Kunde reingehen und die Preise erfragen. Und während der Kriegszeit haben viele Schieber das so gemacht, dass sie erstmal abgewartet haben und geguckt haben, was ist der Kunde bereit zu zahlen. Und das möchte man verhindern
und und die Preise schon in den Schaufenstern kenntlich machen. Und dagegen haben sich dann sehr viele gewehrt. Da wird dann berichtet, dass die Handelskammer das nicht gut findet, weil es sehr viele Preisschwankungen gibt und ständig müsste man dann den Preis ändern und so weiter. Aber ich finde einfach diese Einleitung von dem Artikel, wie hier anscheinend also recht wissenschaftlich davon ausgegangen wird, hier ein tolles Experiment durchgeführt zu haben. Dabei ist aber nur, es wurden ja nur zwei Schaufenster miteinander verglichen und auch die Dimension finde ich jetzt nicht gerade bemerkenswert, dass es bei dem einen durchschnittlich 15,4 Sekunden angesehen wurde, bei dem anderen nur 0,8 Sekunden länger. das ist für mich kein aussagekräftiges Ergebnis. Der Mehrwert der Untersuchungen in diesem Artikel, würde ich sagen, hat einen Grenzwert von 0. Also wir sind uns einig, als Mathe-Studenten oder Absolventen besser gesagt, das ist Bullshit. Genau, das ist total dämlich. Das ist wie, wenn ich eine Feldstudie über die Farbe von Socken mache und das dann ableite über die Klimaerwärmung. Ja. Das ist nicht miteinander verbunden. Ich hatte auch mal, letztes Mal hast du was rausgehauen, diesmal hau ich was raus, meine Verlobte, kann man ja auch mal so im Nebensatz erzählen, hatte in ihrer Masterarbeit auch ein Experiment gefunden. Da haben welche eine Theorie aufgestellt und haben dann ein Experiment durchgeführt, um das zu bestätigen. Es hat sich auch gezeigt, dass ihre Theorie bestätigt wurde. Allerdings haben sie auch nur ganz wenig, das war im zweistelligen Bereich, an Probanden gehabt und sie selber haben auch teilgenommen. Ist nicht sehr aussagekräftig. Ja. Bugaoqing. Bugaoqing, ja. Man möge das ist chinesisch für unzufrieden. Ja, ich hätte noch eine Meldung. Ja, erzähl. Aus der Marine, die HMS Hood, das größte Kriegsschiff der aktuell britischen Marine, ist vom Stapel gelaufen. Ist ein Schlachtkreuzer mit 262 Meter. Warum relevant? A, es ist jetzt das größte Schiff. Ich finde 262 Meter ziemlich lang. Ja. Von England, der damals größte Marine der Welt. Was wichtig ist, also das war ein Schach, es war sozusagen der Stolz der britischen Marine. Das war das Flaggschiff der britischen Marine, das war das größte. Es war ein sogenannter Schlachtkreuzer. Die stärksten Schiffe waren sogenannte Schlachtschiffe in allen Marinen oder auch Linienschiffe. Und ein Schlachtkreuzer hat die gleiche Bewaffnung wie ein Schlachtschiff, nur weniger Panzerung und ist dadurch schneller. Hier ist die Idee, wie bei der Kavallerie, dass die in der Lage sind, alles zu besiegen, weil sie die gleichen, die stärksten Waffen haben. Und was sie nicht besiegen können, können sie wegfahren. Das ist die Idee von so einem Schlachtkreuzer. Ja, interessante Idee. Hat aber nie so wirklich funktioniert. Wie gesagt, das war der Stolz der britischen Marine und war überall Englands Stolz, bis sie auf ein Schiff namens Bismarck traf. Ah ja. Und nach wenigen Minuten explodierte und sank. Ja. Und nur drei, es gab, glaube ich, nur drei Überlebende. Ach. Von einer vierstelligen Besatzung. Also muss das war die schnell HMS gegangen Hood. Sein. Ja. Nur deswegen habe ich es jetzt nochmal gesagt, ja. Ja, ich hätte jetzt eigentlich auch nur noch eine Meldung und das wäre Werbung aus dem Berliner Tageblatt. Ich habe aber noch ein paar. Ja, dann machst du doch noch, kann ich noch eine. Genau, dann machst du doch noch weiter. Ich würde noch ein bisschen weitermachen und dann zum Schluss kommt die Werbung. Erstmal finde ich ganz interessant, dass Paris braucht mehr Platz, weil die Stadt sehr, sehr stark gewachsen ist. Exorbitant. Danke, 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 danke. Was ich halt spannend fand, dass sie 1919 einen Wettbewerb ausgeschrieben haben, um das Wachstum des Ballungsgebiets zu steuern. Und der Gewinner hat vor allen Dingen sich um den öffentlichen Nahverkehr konzentriert. Und zwar, es sollen Gartenstädte entstehen, also Cité Jardin, rings um Paris, die mit der Innenstadt verbunden werden über den öffentlichen Nahverkehr. Und dass die Industrie in Großmarken Schlachthöfe an den Stadtrand ausgelagert werden. Großer Teil des Gebietes in Paris, sozusagen von diesen Ausgelagerten, wurden mit siebenstöckigen Wohnhäusern bebaut, um mehr
Platz zu schaffen. Es waren bis 1937 fast 40.000 Häusern und jede Stadt in Frankreich über 10.000 Einwohnern wurde verpflichtet, langfristig Entwicklungspläne vorzulegen. Finde ich interessant. Oh, das finde ich aber ein sinnvolles Konzept, dass man sagt, wenn die Stadt aus allen Nähten platzt, klar, dann muss man den Rand stärker besiedeln, aber gleichzeitig auch zu sagen, dass der öffentliche Nahverkehr dadurch nochmal ausgebaut werden muss. Also, dass man beides gleichzeitig macht, das finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen ich als Luis finde das gut, dass es einen Wettbewerb gibt, weil das ist einfach irgendwie transparent. Da kann jeder was einreichen. Ist ja öffentlich, nicht so per Order Mufti befohlen. Das mit der Verpflichtung finde ich ja, also, aber es war jetzt nicht jeder verpflichtet, am Wettbewerb teilzunehmen. Das sage ich jetzt. Nein. Okay. Man konnte einreichen. Man konnte. Natürlich denke ich mir, war das vom Aufwand her oder von der Expertise her so, dass nicht jeder das in der Lage dazu war, auch wenn er es konnte. Mhm. Okay, was hast du noch für uns zu bieten? Dann finde ich noch gut, es gibt eine Ablöse für den Baseballspieler Babe Ruth. Babe Ruth. Ja. Okay, also das. Der eigentliche Name ist George Hermann Erhard. George Hermann Erhard. Ja. Ist von den Boston Red Sox zu den New York Yankees gewechselt. Ja, also ich hab nur ein paar Filme aus Amerika kam dieser Name ein paar Mal vor und der ist für 125.000 US-Dollar an Ablöse gewechselt. Wow, da kann er so einige Whiskys von trinken. Ja, das ist nach vor 100-jährigen Wechselkursen 7 Millionen Reichsmark. Das ist viel. Also genau. Das ist so damals, also kann man vergleichen in Deutschland mit einem heutigen Top-Bundesliga-Spieltransfer. Dann habe ich noch einen Artikel über den russischen Bürgerkrieg. Ja, mit Russland den Bürgerkrieg zwischen den Roten und den Weißen. Mhm. Es ist ganz interessant, weil hier wird aufgezählt, was für Parteien damals gekämpft haben. Wichtig waren die Kosaken, die eine sehr große Gefahr war für die Sowjetunion. Dann gab es alliierte Interventionstruppen, zum Beispiel 40.000 Franzosen in der Ukraine. Es gab Japaner, Briten und US-Amerikaner in Vladivostok. Hier wird aber gesagt, dass die vor allen Dingen 1918 ins Land kamen, um zu verhindern, dass die Deutschen weiter vorrücken und Vorräte und Lieferungen an Deutschland geraten. Und dass die jetzt so langsam beginnen, wieder abzuziehen. Und als zweite ernste Zitat, ernste militärische Bedrohung für die Sowjets, ist das 40.000 Mann starke tschechische Freiwilligenkorps. Mhm. Ja. Die transsibirische Eisenbahn besetzt haben und jetzt in das Südwahlgebiet vordringen. Die sind also immer noch unterwegs sozusagen. Tschechen haben riesige sibirische Gebiete besetzt. Ich möchte das betonen. Ich finde das sehr, sehr interessant. Ja. Die Geschichte ist lustig. Grundsätzlich ist es aber so, dass die Rote Armee entscheidende Erfolge gelingen konnte und auf allen Fronten auf dem Vormarsch ist. Sie haben zum Beispiel am 2. Februar einen Frieden am Baltikum beschlossen und es gibt jetzt drei neue Staaten, die es vorher nicht gab. Lettland, Litauen und Estland. Die haben die gleichen Grenzen wie heute, die sind damals entstanden. Und diese Russen haben Frieden gemacht und es war sozusagen eine Art Waffenstillstand. Die drei Länder verpflichten sich nicht, gegen die Kommunisten in den Bürgerkrieg weiter einzugreifen. Dafür verpflichtet sich Sowjetrussland nicht, in den drei Ländern zu agieren und Einfluss zu nehmen auf die Politik. Ah, das ist ja auch weiter, mal ein Novum. Ja, finde ich auch mal interessant. Drei neue Länder. Also das ist damals entstanden. Dann gab es 1914 eine Konferenz unter der Beteiligung der Großmächte über Spitzbergen. So die Inselgruppe ganz nah am Polarkreis. Ja. Und die hat jetzt ihre Arbeit wegen dem Krieg eingestellt. Die wurde wieder aufgenommen. Und die Vereinigten Staaten von Amerika, Großbritannien, Dänemark, Frankreich, Italien, Japan, Norwegen, Holland, Spanien haben einen Spitzbergen-Vertrag unterzeichnet, der lautet, dass das zu Norwegen kommt und nicht zu Sowjetrussland. Ich finde ja den Namen so schön, den Spitzbergen-Vertrag. Ja, der Spitzbergen-Vertrag wurde abgeschlossen.
Und dann habe ich noch eine Meldung zu dem Plebiszit, ein schönes Wort, in Nordschleswig. Mhm. Ne? Es gab jetzt letztes Mal Abstimmungen und eins davon war der nördliche Teil von Schleswig-Holstein, weil damals ging ja das Deutsche Reich viel weiter in Dänemark rein als bis heute. Ja. Und die Region wurde in zwei Abstimmgebiete aufgeteilt und dann wurde abgestimmt. Ja, wir haben ja letztes Mal schon berichtet, dass es ganz oft so eine Abstimmung gab, ja. Genau. Es lebten im nördlichen Teil davon 167.000 Menschen und die Abstimmung ging aus 74% für Dänemark und 24% für Deutschland. Und dann gingen die Kreise Haderslev ab, also das Gebiet ging dann sozusagen an Dänemark. Es gab Kritik von deutscher Seite und zwar, es durften nur Leute abstimmen, die über 20 Jahre alt waren und sie mussten dort vor dem 1. Januar ihren Wohnsitz gehabt haben. Und viele Deutsche wären wohl erst danach dahin gezogen. Okay, ich finde, das ist jetzt aber auch nicht der starke Zeitraum. Also Januar, du meintest 1920 oder? Ja, also es sind 20 Jahre immerhin. Also ja, der in den letzten 20 Jahren da hingezogen. Ach so, vor den letzten 20 Jahren. Ach so, aber ich finde, das ist doch ein legitimer Zeitraum. Ja, schon. Also aus meiner heutigen Sicht. Ja, das haben die damals anders gesehen, aber ja, das ist nicht so schlimm, da hast du recht. Ja, das haben die damals. Entschuldige, das haben die damals anders gesehen wahrscheinlich, weil ja das zu Dänemark denn gehört auf einmal. Genau. Was aber ganz interessant war, das südlichere Teil im Abstimmgebiet, da haben 52.000 Leute abgestimmt. Mhm. Und 52.000, also 80% der Stimmen, da lebten auch irgendwie über 100.000 Leute und 80% wollten zu Deutschland und das ging auch nach Deutschland. Und dann musste der Ministerpräsident in Dänemark zurücktreten. Deswegen. Interessant. Interessant. Die haben sich vor großer. Ja. Und dann gab es natürlich großen Streit, wo jetzt genau die Grenze liegt. Und dann wurde hier von deutscher Seite die falsche Grenzlinie ausgewählt. Ja. Moment, von deutscher Seite die falsche Grenzlinie ausgewählt? Wie meinst du das? Also aus deutscher Sicht, also aus vor 100-jähriger. Bei uns muss man immer, also wenn ich Meinung wiedergebe, meine ich immer die vor 100-jährige damalige deutsche Sicht. Nee, ich hatte jetzt vor Augen, dass sie die Grenze abgesteckt hätten und das war aber die falsche Grenze. Du meintest aber wirklich aus der Sichtweise haben sie die falsche Grenze. Der Deutschen. Hm, ja, okay. Genau. Es gab eine sogenannte Tiede-Linie und eine Klausen-Linie. Und die Alliierten haben die genommen, die Deutschen nicht wollten. Hm. So. Bugao-Ching, ja, halt sozusagen. So. Da kann man aber auch nichts machen. Ich glaube, da gibt es keine tolle Lösung für irgendjemanden. Ja, ja, bei Grenzen gibt es immer irgendjemanden, der unzufrieden ist. Das ist halt so. Genau, und hier gibt es dann gibt's noch Berichte, also sozusagen wie die damaligen wie die damalige deutsche Sichtweise auf den Versailler Vertrag war. Das fand ich immer noch mal ganz, ganz gut. Und zwar, es gab ja dieses Selbstbestimmungsrecht der Völker, das habe ich letztes Mal auch, und die haben abstimmen gelassen. Und die Deutschen haben das als pure Heuchelei empfunden. Und zum Beispiel aus deutscher Sicht, dass Deutsch-Österreich wollte unbedingt zu Deutschland, zum Deutschen Reich, hat dafür auch positiv abgestimmt, weil die durften halt nicht. Ne? Und das meinten die, das ist dann Heuchelei, wenn die nicht dürfen. Und, ja, das haben wir ja schon letztes Mal erwähnt, dass ja also ein Grund dafür war, dass man Angst hatte, dass dieses Deutsche Reich mit dem österreichischen Teil da einfach zu groß wird. Ja, das, ich muss mal sagen, das kann man aber auch verstehen irgendwie. Ja. Also ich kann es echt verstehen. Ich kann es auch verstehen. Und ich finde es doch eine relativ vernünftige Maßnahme, mit Frieden zu erhalten, indem wir halt die Österreicher in den eigenen Staat haben. Ja. Naja, gut, und dann habe ich aber eigentlich all meine Themen durch, die ich noch unbedingt bringen wollte. Hochbetrieb auf Schweizer Pisten, ja, das ist wieder mehr Wintersport. Dann hattest du noch Werbung. Ich habe noch eine schöne Werbung gefunden, auch aus diesem Berliner Tageblatt vom 16.01. Und da wird eine Neuheit angepriesen, nämlich der große Weltschlager Exportartikel namens Pfiffikus.
Und dann ist da eine Abbildung, wir verlinken das auch, ist eine Abbildung von einer Hand und die hat so eine Art Armband. Und das Armband ist ein Notizblock, der ausklappbar ist. Also man kann sich das vorstellen, als ob man so eine Art Taschenuhr hat und dann kann man das vorne ausklappen und hat da so einen kleinen Block, auf dem man rumkritzeln kann. Und das fand ich pfiffig tatsächlich. Also ich finde, der Name Pfiffikus, der ist da echt verdient. Und ich mache Werbung 100 Jahre später dafür. Bitte, liebe Zeitreisende, falls ihr vor 100 Jahren falls ihr in die Zeit zurückreist und in Brandenburg seid und bei Bünger und Heiden, dann kauft bitte das Armband, das Notizblock-Armband Pfiffikus. Genau. Ja, so viel dazu. Ich glaube. Übrigens, Brunner, Bünger und Heiden, also diese Firma, die diese pfiffige Idee hatte, den Pfiffikus, suchen einen Vertreter für die Provinz Brandenburg. Also das ist sozusagen noch ein Jobangebot ja, vor 100 Jahren. Falls ihr vor 100 Jahren gestrandet seid und nicht wisst, wie ihr wieder zurückkommt, erstmal Geld kriegen müsst, um Strom zu kriegen oder so, dann geht doch bitte in die Brunnenstraße 110. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir auf Harry Graf Kessler. Ja, dann genau, schließen wir uns der alten Eule zu. Er traf verschiedene Leute. Ganz ehrlich, das ist alles jetzt nicht relevant, hier wiederzugeben zu werden. Er hat sich mit alten Kontakten getroffen und da lässt es sich in der Schweiz gut gehen. Das sind die Meldungen der Harry Graf Kessler in den letzten zwei Wochen. Gut, Kessler-Style, fertig. Dann sind wir doch schon beim Ende der Folge wieder angelangt. Ja, gut. Würde ich sagen, dann wünschen wir euch alles Gute. Wir melden uns wieder in zwei Wochen. Ja, vier Wochen. In vier Wochen und ich glaube, diesmal wieder persönlich von Auge zu Auge. Die 400 Outtakes. Ich habe hier nämlich einen gigantischen Schreibtisch. Also das ist Wahnsinn. Da stellst du einen Wasserkocher hin und ein Telefon, dann ist der voll. Ich sitze hier in so einer Ecke, in so einem Hotel halt. So, okay. Aber ich glaube, Steffen, wenn es sich gut anhört, dann fangen wir einfach mal an. Wenn du es bist. Ich bin bereit. Und zwar im Jahr 1920 oder generell jetzt zu dieser Zeit, Prost Steffen übrigens. Mhm. Ich trinke ein chinesisches Bier und ich weiß nicht, was draufsteht. Schmeckt aber sehr gut. Also du, solange du nicht, ist ein Schwert. Solange du nicht nachts grün strahlst, ist alles gut. Ja, also auf dem Cover ist ein Schwert. Sieht ziemlich cool aus, das Bier. Jedenfalls